Chernobyl, it took everything from me. Everything but my life. Now, it has come back for it. Survive them. Ja, und damit hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Willkommen zu Chernobylite. Ja, ich habe selber von dem Spiel so gut wie gar nichts gesehen. Ich weiß, dass es wohl ein Kickstarter-Projekt war. Das Ganze ist entwickelt von The Farm 51. Das kennt ihr, oder die Entwickler kennt ihr vielleicht von World War 3 oder Get Even. Das Ganze kam am 16.10. diesen Monat raus, also vor 4 Tagen. Und erhältlich ist das Ganze auf Xbox One, PlayStation 4 und natürlich hier auf dem PC, wo ich das Ganze zocke. Genau, was ich eben schon festgestellt habe, als ich die Grafik schon mal eingestellt habe. Die Musik hier gefällt mir schon mal ganz gut. Ich würde sagen, wir legen auch direkt mal los. Das Ganze ist auf Englisch, beziehungsweise die Herrschaften hier sprechen auf Russisch und das Ganze hat dann englischen Untertitel. Deutsch soll wohl noch kommen. Ich würde sagen, wir machen uns hier mal einen Eindruck von dem Spiel. Und ganz klar, hier sollte ich vielleicht noch vorher erwähnen, das Ganze ist ein Survival-Horror-Spiel. Das heißt, wenn jetzt Horror nichts für euch ist, dann, nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich würde sagen, wir legen los. New Game. Okay, wie es scheint, so lädt das Spiel gerade. Ihr habt es gerade schon gesehen, das ganze Spiel in Tschernobyl, so wie auch der Name das schon ja herleitet. Ich finde das Ganze auf jeden Fall sehr interessant, deswegen fand ich das Projekt hier auch sehr interessant. Es soll angeblich auch so ein bisschen in die Richtung Stalker sein. Vielleicht kennt der ein oder andere die Spielreihe noch, war auch ganz nett. Ich bin mal gespannt, was mich hier erwartet. Hey Stalkers, after our first trip to Chernobyl Inclusion Zone from Vilnius, I've been dreaming about taking you on a virtual tour there with us. Since the
Habe ich hier? Achso, okay, any key. Since the beginning of the development, we always wanted to deliver a part of the experience to players as soon as possible, gather the feedback and let us finalize this project together. Thank to our amazing Kickstarter backers. Das ist das, was ich gesagt habe. Das ist ein Kickstarter, eine Kickstarter-Kampagne gewesen. It was already done in a smaller scale. Now it's time to go even bigger. Before our work is finished, we already want to let you explore a big part of the zone with this early access version of Chernobylite and to tell us how you feel about it. We know that this tour may be a bit rough on the edges, considering that our game is still not finally designed and polished. That's why we encourage you to report us any opinions, bugs and issues that may help us to finalize the project with the expected quality. Press any key to continue. Okay. Da sind wir ja schon. Oh, the Lion Boys. We are on foot from here. Okay, wir kommen hier also nicht weiter. Wir müssen hier zu Fuß weiterlaufen. Tatjana ist hier der, glaube ich, Hauptcharakter. Genau, ich würde sagen, soweit ich das verstehe, natürlich kann das sein, dass ich hier und da schon mal was falsch verstehe im Englischen. Je nachdem, wie ausgefeilt das Ganze ist. Ich versuche das dann immer so ein bisschen zu interpretieren, beziehungsweise grob zu übersetzen, so wie gerade, dass wir hier nicht weiterkommen. Wir müssen zu Fuß weiterlaufen. Und wir spielen hier auch einen Charakter, der wohl ein Physiker war hier. Und bei der Katastrophe vor 30 Jahren seine gesamte Familie verloren hat. Und genau, wir werden auf jeden Fall... Boah, das sieht halt schon echt krass aus. Oh, das war ein bisschen laut. Oh, krass. Okay, da waren sie wohl auf der Flucht. Boah, okay, das ist krass. Ganz kurz, ich muss mal ganz kurz eine Sache machen. Ich finde das Audio ein bisschen laut. Ich glaube mal, Volume... Oh, warte, wir können ja mal durch... Oh, warte mal. Oh, es gibt Deutsch. Ach, genau, warte. Genau. Deutsch gibt es, war aber wohl doch nicht so gut mit dem mit der Übersetzung. Ich mache das hier mal gerade ein bisschen runter. Voices, da bin ich auf jeden Fall ein Freund für, wenn da jetzt Deutsch oder Englisch wäre. Ich würde es auf jeden Fall waschen lassen. Das gibt dem Ganzen noch ein bisschen mehr Atmosphäre. Okay. Gucken wir mal, wenn er einen neuen Satz sagt. Ah ja, okay, dann kann man sich das ja auch ganz gut interpretieren. Aber ich finde das jetzt schon echt krass. Und ich finde das gut, dass sie diese Atmosphäre übergeben wollen. Ich finde das Ganze hier auch, wie gesagt, echt interessant. Genau, ich habe auch mal gehört, dass man sich hier so Touren buchen kann. Um einmal bei Tschernobyl in den sicheren Bereichen sich umzusehen. Das ist schon krass, da liegt einfach mal ein Helikopter rum. Und ich finde das gut, wir laufen nicht deutlich schneller als die NPCs, das ist schon mal sehr gut. Das ist sonst immer ein bisschen schwierig. Aber ich glaube nicht, dass wir so ganz legal hier sind, das sieht mir nicht so aus wie eine Tour. Ja, vor allen Dingen das nicht. F to talk. Ladies first. Ja, okay, das ist, sag ihm, ja, ein bisschen, okay, machen wir mal. Das ist das, was ich meinte. Okay. Wir können ja mal gucken, ob wir die das auf Deutsch oder auf Englisch lassen. Oh oh. Okay, gut, gut, gut. Ich gehe mal direkt runter. Oh, das sieht halt schon krass aus. Okay, krass. Bleib im Schatten. Oh ja, das möchte ich auf jeden Fall versuchen. Boah, ey, das ist... Das sieht ja schon echt impressive aus, muss man sagen. Echt... Wow. Das macht Eindruck. Nicht schlecht. Ich werde auch ein bisschen versuchen, so ein bisschen... Ja, genau, so ein bisschen versuchen. Nein, ich werde so ein bisschen versuchen... nicht allzu viel zu reden, passagenweise, um auch ein bisschen die Atmosphäre rüberzubringen. Oder rüberbringen zu lassen. Oder einfach mal selber die Atmosphäre ein bisschen zu genießen. Ich meine, wenn ich jetzt die ganze Zeit durchquatsche bei einem Survival-Horror-Spiel, ich weiß es nicht, ich muss mal schauen, wie das Ganze so passt. Ihr wisst ja, ich versuche mich da immer so ein bisschen, oh, ein bisschen drauf einzustellen. Genau, ducken und schleichen. Upsala.
Dann schaue ich mal, ob ich hier rumkomme. Ah, man kann sich auch... Sehr schön. Oh, okay. Die können mich also langsam sehen. Es ist die Frage. Ich lasse ihn mal gerade laufen. Ah, die werden wir vielleicht noch sehen. Oder auch nicht. Lass mal so hinter dem Rücken herzurennen. Dem hinterher. Weil der sollte ja eigentlich alles aufklären. Und wenn ich dem einfach mal hinterher renne, in der Hoffnung, dass er sich nicht plötzlich umdreht. Okay. Sollte das doch funktionieren. Ah. Ich geh mal hier ran. Genau, dann ist da der Tank. Dann glaube ich, direkt mal hier so runter. In der Hoffnung, nicht gesehen zu werden, ja. Oh, 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 oh. Dann laufe ich eben hier lang. Komme ich hier drunter durch? Ach so, das ist hier. Oh Gott. Dann muss ich wohl hier weiterlaufen. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit. Oh, das ist einer von uns. Ja, komm rein. Okay, wir sind drin. Wir haben es geschafft. Wobei, ich brauche ja nicht mehr schleichen. Ja, die sind hier wirklich Kopf an Kopf. Oh, ein Helikopter. Aber die sind weit genug weg. Schön, schön. Wow. Dass das so groß ist. Nicht schlecht. Achso, wir sollen mit dem sprechen. Geigerzähler? Mhm. Natürlich. Geigerzähler, ganz wichtig. Den hole ich mit I. Und den muss ich dann... Ah, okay, der ist im Schnellmenü 1. Ah, hier habe ich den Geigerzähler. Alles im grünen Bereich. Genau. Okay. Ich frage mich, warum wir unsere eventuell verstorbene Frau hören. Das könnte ich mir vorstellen. Geht mal nochmal mit dem. Okay. Zu zweit ist das Ganze doch schon ein bisschen leichter. Aber wahrscheinlich dennoch ein schweres Gerät. Mhm. Und ich hinterher. Okay. Jetzt muss ich den Hall aktivieren, den ich hier habe. Nein, das mache ich natürlich nicht. Okay, hier unten ist es schon ein bisschen mehr. Aber dennoch, ja, hier wird es schon schwieriger. Ich bin ja so einer, der gerne erkundet. Taschenlampe V. Okay. Ich finde das aber gut, mal einer, der sich richtig duckt. Duckt. Okay, weiter geht's. Aha. Ist halt schon schön, diese Unreal Engine. Okay. Wir wollen also wirklich... Wollen wir da jetzt in den Reaktor... Oh, 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 oh. Ja, sind das Erinnerungen? Oh, krass. Oh, da bin ich echt gespannt, was wir noch zu sehen kriegen. Ich bin mal gespannt, ob die Atmosphäre hier direkt vom Anfang halten können. Also wirklich, dass es so überragend aussieht. Das macht aber jetzt auf die ersten Minuten auf jeden Fall schon mal einen ganz guten Eindruck. Spitznass.
Ich will auch eine Gasmaske. Habe ich eine Gasmaske? Strahlenschutzkleidung möchte ich gerne haben. Ich werde das wahrscheinlich, ich muss mal schauen, wegen dem Untertitel, vielleicht werde ich das so lassen, vielleicht werde ich es auch wieder auf Englisch machen. Okay, dann... Oh! Okay, der eine rechts. Dann schaue ich mal, was ich machen kann. F für Nahkampf. Oh, warte mal. Ich sollte hier stehen bleiben. Dass er mich nicht gesehen hat. Ah? Okay, das ist natürlich noch Tutorial. Aber wieso F für Nahkampf? Oh, was war das denn? F für Nahkampf. Oh, oh, ja, toll. Danke. Moment, ich muss mal gerade die Steuerung schauen. Steuerungsoption. Nahkampf F. Okay. Oder muss ich das hier machen? Wird irgendwie so gewesen sein. Schade, ich hätte ihn gerne ausgeschaltet. Gehen wir mal weiter. Oh, wow. Krass. Последний раз я тут был, когда плавился реактор четвертого блока. И... Das ist irgendein Scanner. В этот раз давай без ядерной катастрофы, хорошо? Хорошо, Игорь. Какой у нас план? Выломать терминал и проверить, работает ли кнопка АЗ-5. Wow. Da habe ich mal ein Bild von gesehen, als ich mal einfach mal ein bisschen zu Tschernobyl was gelesen und geschaut habe. Das sieht halt schon gut aus. Was? Finde eine Entschuldigung und drücken Sie die Taste. Wow. Ich glaube, das machen wir besser. Diese Entscheidungen, die wir haben, die werden auf jeden Fall auf die Handlung einwirken. Надо проникнуть в помещение реактора, ну как-то иначе. О боже, черт! Ладно, хорошо. Придется делать жестко. Убегаемся, Антон. Dann hätte ich aber gerne eine Waffe. В помещение реактора. Ja, ich habe mich jetzt dafür entschieden, weil ich bin der Meinung, wenn die denken, dass ich irgendwie ihn gehört habe, dass ich verrückt bin und die mich irgendwie fallen lassen und sich gegen mich stellen. Wow. Krass. Jetzt fragt man sich natürlich, inwieweit das hier wirklich so aufgebaut ist. Oh wow, was? Natürlich das nicht. Was? Okay. Stimmt aber doch was nicht. Also ich will da jetzt nicht hin. Ja, das stimmt. Boah, das sieht aus. Soll ich doch mal rangehen? Aufnehmen. Tschernobylite, das ist das, was wir suchen. Okay, das ist irgendein... Was? Du packst das so an? Okay.
что хвостик вырастет. Танец Элмар. Так как оно работает? Это твое устройство. Это устройство создает трансцендентное отображение пространственного временного кольца. Окей. А синтетическая проекция множества лабиринтов модифицируется в антидеоситером пространстве. Короче говоря, порождает постфокины. Что? Я. Пространство и время. Требует невероятного количества энергии, а черно-белит — ее бесконечный источник. Говоришь как суперзлодей из плохого технология. Поможет мне найти ее. Окей. Мою невесту, она пропала здесь, в Чернобыле. 30 лет назад. Да, у нас совсем нет времени на это. О, у вас? Was ist das denn? Oh oh. Scheiße, nimm den noch mit. Schnell, Rainer oder was auch immer. Black Stalker, was zur Hölle? Der hört sich aber krass an. Okay, das war jetzt ein bisschen seltsam. Oh. Zu mir? Oh, kurzer Hänger. Na komm, Spiel. Oh oh. Nein, hoffentlich nicht. Ach, Gott sei Dank. Ich habe mal gerade Pause gedrückt, dann sehe ich nämlich, wenn es wieder geht. Wo sind wir denn hier? Oliver! Oliver, черт, где ты? Wird die erste Folge ein bisschen länger machen. Ah, okay. Ah, hier lädt was. Okay, also manche Sachen sind noch auf Englisch. Okay. Boah, das sieht krass aus. Frag mich, wo wir hier sind. Und was das... Ob das dieses Tschernobyl halt ist, was wir gerade geholt haben. Als unbegrenzte Ressource. Was er meinte. Черт побери, Игорь. Я думал, этот ублюдок схватил тебя. Он Антона убил, слышишь? Боже мой. Мне так жаль, Оливер. Антон. Антон был хорошим парнем и хорошим бойцом. Погиб ужасной смертью. Да что это, черт возьми, было? Кто этот ублюдок? Я не знаю, но он умеет телепортироваться. Должно быть, это... трансцендент биакционная проекция пространственно-временного континуума. Вот дерьмо, только не начинай опять. Нет, никакой научной лабуды. Прекрати, это у меня голова взорвется. Где мы, черт побери? Внутри. Внутри чего? Ничего, дело не где или когда, мы внутри точки сингулярности. Я тол. Ага, конечно, бред собачий. Нам надо убираться отсюда. Уверен, тот парень идет по следу. А у меня ни малейшего желания еще раз с ним встретиться. Так что. Окей, das ist wohl der Science Fiction Part hier. Да, ты прав. Конечно, чудеса могут и подождать. Смотри, вон там. Вон выход, видишь? Вижу. Тогда давай встретимся у Михаила. Черт! Моя рука так болит, сломана. Я убью тебя, ты, ублюдок в черной маске, за Антона. Okay, da müssen wir wohl rein. Dann laufe ich mal da runter, da hinten leuchtet irgendwas. Eventuell ist das mein Ausgang. Es knistert so schön. Das wäre das brüchiges Glas. Ich hoffe natürlich nicht, dass es bricht. Das fehlt jetzt noch. Und dann ins Nichts zu fallen. Aber das ist der Ausgang. Hier kommen wir wohl zurück. Dann bin ich gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Tag 1, Tschernobyl. Am Morgen. Okay, wir sind... Oh, mitten im Wald. Ich lasse das Zeugs mal draußen. Das war Angriff. Das war Scanner. Sturm? Все рушится. Это конец света, это все моя ошибка. Oh, was ist das denn? Mir nicht natürlich aus. Неужели это
сделал все это? Aber ich krieg auch keine Anzeige, dass ich irgendwas mache hier. Dass ich irgendwie gesehen werde hier. Das sind Erinnerungen. Hier geht auch die Strahlung hoch. Ich laufe mal weiter. Und hier. Oh. Oh, oh, oh. Ein Strahlenblitz oder sowas. Oh Gott. Hoffentlich gehe ich nicht drauf. Wenn ich weiterlaufe. Der Punkt zeigt mir auf jeden Fall oben. Ich muss weiter in die Richtung. Ich frage mich, wann ich diesen Art Scanner verwenden muss. Geh mal hier rein. Oh. Lassen wir die Tür mal offen. Oh, was? Okay. Dann. Oh Mann, ich will doch nicht in dieses radioaktive Wasser hier müssen. Wobei die Strahlung hier... Wer bist du? Wobei die Strahlung hier im guten grünen Bereich ist. Aber wer zur Hölle bist du? Was? Kreis links? Ah! T und R. Merken, T und R. Chemikalien. Brennen. Okay. Anderes. Pilze. Okay. Bis auf anders ist hier alles sogar übersetzt. Okay. Ob das Ding noch funktioniert? Natürlich, ich habe elektrische, metallische Teile dabei, da werde ich so nicht durchkommen. Okay, sie fragt uns, ob wir nicht genug von der Strahlung haben. Damit können wir die... Ah, okay. Ah. Okay, genau, und dass natürlich Unfälle passieren. Wir haben ein Inventar mit I. Das heißt, hier. Okay. Anti-Radiation Arzneimittel. Das ziehe ich mal. Kann ich das darüber ziehen? Ah, okay. Das kann ich so hier rumschieben im Inventar. Wahrscheinlich. Aber hier mit auswählen, oder? Oh. Warte mal. Oder ich kann das nehmen, genau, okay. Geh nehmen. Achso, nehmen in dem Sinne. Have, use, nehmen. Genau, das habe ich gesucht. Jetzt, ach, das war ein Radioaktivitätsscanner oder was? Das heißt, wir kommen hier nur rein, wenn wir wirklich keine Strahlung haben. Natürlich kann ich die Schrift da nicht lesen, aber es ist grün, wir können rein. Wir können weiterlaufen. Und kommen. Auch hier in den nächsten Abschnitt. Es wird... Was? Okay, das ist wohl abgedreht. Aufnehmbare Sachen. Diese Sachen will ich auf jeden Fall alle sammeln. Die werden mir bestimmt noch nützlich. Mechanische Teile natürlich. Oh wow, hier ist ja alles voll. Nehmen wir alles mit. Da liegt noch was. Immer die Strahlung im Auge behalten. Mechanisches Teil. Wahrscheinlich sah aus wie eine Tastatur oder sowas. Ich will jetzt erstmal den Messi. Ah, okay. Die Sachen, die verschwinden dann auch nach einer Weile. Du bist verwundert, wenn, um Medikamente herzustellen. Okay, okay. Mechanische Teile. Benzin. Ich muss mal gerade schauen. Ein bisschen Essen dabei. Habe ich so eine Art Gewichtsanzeige? Ich glaube nicht. Ihr kennt das ja inzwischen. Vielleicht aus dem einen oder anderen Spiel oder aus dem einen oder anderen Stream. Ich nehme immer alles mit. Bin dann immer schnell überlastet und finde es dann schade, dass ich nichts mehr mitnehmen kann. Dann gehen wir jetzt erstmal hier in Start Crafting. Medikament. Oder Medikament. Herstellen. Okay. Haben wir gemacht. Dann solche Teile, Chemikalien. Achso, Inventar. Ganz wichtig, Inventar. Use. So. Okay, das hätten wir gemacht. Ich werde noch ein paar herstellen. Das wird auf jeden Fall
noch ganz wichtig sein. Eins mache ich noch. So. Und dann können wir, glaube ich... Oh. Können wir, glaube ich, bald schon weitergehen. Dann schauen, wo wir rauskommen. Gut. Dann würde ich aber sagen, machen wir hier an der Stelle einen kleinen Cliffhanger nach 30 Minuten. Ich hoffe, dass euch dieser erste Eindruck zu Tschernobyl Light gefallen hat. Für mich, mir hat es auf jeden Fall schon mal ganz gut gefallen. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Und ihr wisst, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss.